Bis 2015 hatte mein heutiger Gast im Grunde gar nichts mit dem Thema Triathlon zu tun. Seitdem konnte sie aber einige Erfolge einheimsen, zum Beispiel bei der Challenge in Rot 2019, wo sie als schnellste Starterin ohne Profilizenz durchs Ziel ging. Wie kam es denn zu dieser Faszination für das Thema Triathlon? Ich komme, ich sag mal, vom Fußballspielen. Ich habe von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse Fußball gespielt. Nach dem Abitur bin ich dann nach Neuseeland und in der Zeit hatte sich unsere Fußballmannschaft aufgelöst. Und dann habe ich angefangen, in Neuseeland eigentlich zu laufen. Nachdem ich dann nach einem halben Jahr wieder von Neuseeland zurückkam, bin ich dann ein bisschen professioneller ins Lauftraining eingestiegen, von Halbmarathon-Wettkämpfe, Marathon-Wettkämpfe. Und dann war es so, dass das Laufen, reines Laufen, mir irgendwann zu langweilig war. Und dann kam Schwimmen und Radfahren langsam mit dazu. Wenn man diese Erfolge feiert, wie Sie in den letzten Jahren, wie viel Training steckt denn da dahinter? Man muss ja dazu sagen, Sie sind eigentlich Vollzeit berufstätig bei einem Ingenieursbüro. Es kommt immer darauf an, ob es eine B- oder Entlastungswoche ist, aber es kann mal gut 15 bis 25 Stunden die Woche sein. Inwiefern lernt man denn dadurch auch was für die B- und Entlastung oder besser gesagt die Work-Life-Balance im richtigen Leben? Kann man sich da was abgucken? Ich würde sagen, ja, man wird, ich sag mal, hartnäckiger. Also man hat seine eigenen Ziele, man hat die Ziele im Sport und das projiziert man auch, ich würde mal sagen, teilweise auch aufs Privatleben mit dazu und aber auch im Berufsleben. 2018 und 2019 haben wir bereits große Hitzewellen erlebt. Wenn man Triathlon läuft, und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern zum Teil auch zum Beispiel in Dubai, wie steckt man denn gerade diese hohen Temperaturen weg? Also ich muss ehrlich sagen, die große Hitze, Rennen bei hohen Temperaturen, die mag ich recht gern. Also gerade beim Schwimmen ist sowieso, man kommt gut gekühlt aus dem Wasser raus meistens. Und beim Laufen, da liegt eigentlich auch dann meine Stärke, da einfach nochmal alles zu geben. Und da ist halt eben auch wichtig, sich während dem Rennen gut zu kühlen mit Schwämme, Eiswürfeln. Die Hitze und die Wärme mag ich eigentlich recht gern. Wie groß ist denn Ihrer Meinung nach die Triathlon-Begeisterung in Deutschland? Und gibt es Länder, in denen die Begeisterung noch größer ist? Also ich würde sagen, wir in Deutschland, wir sind sehr, sehr weit vorne mit dabei. Wenn man auch die Weltspitze anschaut, gerade bei den Männern, Patrick Lange, Jan Frodeno, Sebastian Kienle, sind ja alles Spitzenathleten in Deutschland. Und die Neuseeländer, wo sie inspiriert wurden? Welche Rolle nehmen die da ein? Ah, das kann ich schlecht sagen. Ich glaube, es gibt ein, zwei Rennen gibt's, aber man muss halt doch recht weit reisen, 18.000 Kilometer.